Tag zusammen! Hallo! Ich weiß nicht, welches Lied als nächstes kommt. Mal kurz reinhören. Hallo, Hukulu! Okay, okay, okay. Hi! Unsicher, ob du Gebe zwei Pommes meinst oder das mit dem Du warst so lange nicht da. Was? I don't understand what you mean. Was mit Pinsel? Tot. Ist tot. Keine Ahnung, der ist mit einem Ding abgestürzt. Die letzten Tage irgendwann. Mit dem Fallschirm. Und wir suchen den im RP. Und keiner weiß, wo der ist. Der ist tot. Der ist tot. Ach ja, hukululu. Next World, was geht? Hallo. Killforce, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Und Tamakuma, dankeschön für den Prime ebenfalls und herzlich willkommen. Vor 3 Stunden aber. Ich weiß nicht, ob du hier bist. Pinsel ist nicht kaputt, ich hoffe. Pinsel dead, bleed. Ja, aber er war ja eingefügt. Ja, Goldberg, ich bin jetzt schon wieder seit über ein halbes Jahr online am Stream. Habibi. Baby, baby. Wie geht's, wie steht's, was machen Sachen? Hallo Oma, hallo Zark, hallo Squeezy, Too Strong, Northway, Goldberg, hallo, Day Night, Dieter, Climatics for 20, Loco, Teddy, Philipp, Polino, Recruit, Cast the Bilder, Atze, Dankeschön für den Wies am 7. Tag zusammen, Dondi Rob, Fabian, Chuckwolf, Benmi, Housey, Marv, No Name, Cass, Tabasco Dude, Bucky, Kölsch, Srablex. Jeden Tag dann nur ein Weekend. Dienstag, Mittwochs ist immer frei. Manchmal auch donnerstags. Also mindestens 4-mal die Woche. Je, je, je. Stanzi, hallo. Andy, hallo. Captain Germany, hallo. Yuki, hallo. Spicy, Viluro, Gilfanta, guten Abend. Grüß an Theme. Hallo, Lukas. It's only game, why you have to be mad? Dr. Plebstein, vielen lieben Dank für den Prime. Im 5. Dankeschön. Hagi, hallo. Justin, hallo. Funky, hallo. Soap, hallo. Daynight, hallo. Ach, Daynight, du bist auch da. It's Chris Anthem. Hausi, hallo. Timmer, hallo. Spicy hat man, glaube ich, weiß nicht. Hi, Happen, hallo. Schattenwolf hat man. Matze, hallo. Hi. Na? Mr. Game Ass. Checks, hallo. Ronny, hallo. Primex, hallo. Mr. Pony? Hallo, Alina. Einmal begrüßen reicht der Streamer. Hallo, Hausi. Hallo, suchen wir den Pinsel nochmal richtig? Ja, heute, wenn's hell ist. Haben wir ja gestern gesagt. Hallo, Mikasa, du Ärgerin. Uganto, hallo. Aurea Eslein. Na, Da Vinci, hallo. Holy, hallo. Scheinix, dankeschön für den Prime im 8. Monat. Ein noch, dann kommt das Baby. Geil, Master Chish. Was geht? Hat Schwester Kusche einen Pro-Controller gefunden? Die hat nichts mehr gesagt, Mann. Aber die wird schon empfinden, wenn sie einen haben will. Kostet ja nur 50 Euro, die Scheiße. Mein Gott, ne. Sean Tupa. Eine Topper Harley, was geht? Hashtag Tom Moin. Loco hatten wir, glaube ich, weiß nicht. Bled Street Boy. Hallo. Anna Blappen, hallo. El Strippo 69, dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Habibi. Merci. Was geht? Pyro, hallo. Voll aggressive Mucke, Alter. HV Leo, guten Abend. Wer ist heute für Tinkepäckchen zuständig? Immer Schwester Kusch, der Oma Sandra, Alpino. Eigentlich fast alle. Und Teefrosch hat gestern einen ausgegeben für Tinkepäckchen. Also der Deluxe-Version. Jetzt pinselt dieser Bait-Titel, Alter, ich liebe es, Junge. Jetzt müsste ich nur so ein Thumbnail machen, wo ich so ganz links so die Hand ins Gesicht schlage und so den Mund ganz offen habe. Jetzt hätte ich meinen Hund dabei bei ganz, ganz schrecklichen Dingen erwischt. Geil, Alter. Der Titel. Wie Rapinsel. Richtig gut. Tom Aaron, danke schön für die Wiese am 9. Ach, so geht Baiten also.
Keine Ahnung, ob Pinsel tot ist. Weiß ich nicht. Wenn wir schon erfahren im EP. Nenn ich doch gleich Clickbait-Kusch. Ja, Mann. Ich sag ja, hab ja gestern schon gesagt, bald kommt Donation Goal und so für Miete. Raid Shadow Legends Placement. Dann verkaufe ich irgendwelche Schuhe und irgendwelche Energy Drinks, Alter. Schön reinbaiten. Geil. Dann habe ich irgendwann einen Pool, der mit Milch gefüllt ist, wie Da Vinci. Hallo Master King Marv, hallo, hallo, hallo. Doneria, Hukulu. Hulu, Hululu, Hukulu, David, was geht? Time for Gaming TV. Ich habe den Bait gerochen, wurde von State so oft gebetet. ABF gleich aller Busenfreund, ne, allerbeste Freund. Geil, endlich Kreise und Pfeile bei YouTube machen. Ja, Mann. Eigentlich müsstest du den hier nehmen. Da Vinci, den hier und den so Hände vor dem Gesicht machen. Und dann immer so ein Thumbnail so, was passiert heute? Wird Peanut jetzt kriminell? Schließt sich Peanut nach Gang an? Ist Pinsel wirklich tot? Wie steht zwischen Twinkie und Peanut? Ist die Ehe zu Ende? So eine Scheiße, Junge. Kann Pinsel nicht, weil wegen Heiser? Keine Ahnung, ich hab den nicht OOC angeschrieben. Ich hab den nicht gefragt, warum der nicht da ist. Der wird schon seinen Grund haben. Hau ab. So sind wir nicht. Doch, Mann, das ist gut. Ehrlich. Oder wir machen solche Videos wie 10 Tricks und Tipps, wie man im RP besser wird. Oder die richtige Playlist für den Cringe auf dem Berg und so. Glaub mir, da knallt richtig rein. Ja, Peanut geht zum Junkie-Pack und steht im Kreis. Niemals in meinem ganzen Leben, Alter. Da Vinci, dein YouTube-Kanal oder betreibt ihr niemand für oder mit dir? Da Vinci, das ist mein YouTube-Kanal. Da poste ich immer meine Sachen. Ich schneide die Videos auch selber und so. Das mache alles ich. Neben dem Stream. Nein, das ist nicht meiner. Macht Da Vinci. Schon seit Anbeginn der Zeit. Hallo Flunsch, guten Abend. Hoffentlich wird die Haarschneidemaschine heute nicht benötigt. Ich habe ja schon Glatze. Letztes hat er gesagt, weil er heiser war, ist, konnte er nicht RP spielen. Ja, der hat halt, so weil ich verstanden habe, hat er so eine Pollenallergie, ne? Dadurch hat er Halsschmerzen. Aber ist ja auch nicht schlimm, soll er mal ein paar Tage RP-Pause machen. Das tut immer gut. Ist immer gut. Wenn du hier den ganzen Tag nur sitzen würdest und quatschen würdest und so, dann ist das in Ordnung. Aber RP kann manchmal echt anstrengend sein. Also ich saß gestern in dem Bus und hatte Kopfschmerzen so. Wenn ich mir 3 Stunden lang irgendwelches Gelache anhören muss. Ich meine, es war lustig so, aber es war anstrengend. Heute ruhig, immer ruhig. Bei mir ist immer ruhig. Alter, hat mich die Haarschneidemaschine kaputt gemacht. Ja, die war ja noch danach im Chat nach dem EP, ne? Und meinte, das wär Soundboard gewesen. Kann auch sein, klar. Keine Ahnung, Alter. Ist immer ruhig. Richtig mies fürs EP, wenn du sowas hast. Ja, oh. Das stimmt. Keine Ahnung, ob das Soundboard war oder eine Zahnbürste oder whatever. Twinkie heute wieder bei? Ich denke schon. Doch, ich glaube schon. Die stellt gerade PC ein und so. Gestern war zu viel diese ganze Stimme. Das stimmt auch. Warum musste Pinsel sterben? Was wusste Curtis Kusch? Direkt Haarschneider neben sich. Hallo Hochleistungsschiller, guten Abend. Du wunderbarer, toller Mensch selber. Ist ja egal, wer es war, hat auf jeden Fall perfekt gepasst. Was mich davon überzeugt hat, dass das keine Dings war, ist, die hat den Sound ganz kurz abgespielt und dann war der wieder weg so, als hätte die das kurz gemacht, um zu behalten so und sich dann geschämt oder irgendwie so. Dann dachte ich, okay. Hallo Goofy. Twinkies übersteuern fand ich auch immer gut. Boah, ich hoffe, dass Mila das hinbekommen hat mit dem Stimmverzerrer und so. Werden wir halt sehen. Gogo, rein in die Olga. Nö. Ich gehe dann ins RP, wenn ich da rein möchte. Ich quatsch immer am Anfang ein bisschen. Hier wird nicht gehetzt. Hier bestimme ich das Tempo und der Tempo ist Schnecke. Musste gestern irgendwann ausschalten, das Lachen war zu viel von einem Charakter. Ja, ich weiß. Sag ich ja gerade, war mir auch ein bisschen zu viel. Hallo Bionic. Wie, wo, was mit Pinsel? Boah, ich bete jetzt nur noch mit rein. Erzähl uns, was du heute gegessen hast. Pommes und Chirapchipchi. Ja, Mann.
Und ich habe mir 2 Knoppers mitgenommen, Alter. Voll geil. So wie Peanut. Genau. Wir gehen jetzt gleich in eine Pommes. Ich habe eh nicht viel zu erzählen, ging nichts ab. Hab wieder schlecht geschlafen. War heute Morgen wieder wach. Bin dann wieder um 10 Uhr irgendwann pennen gegangen. Nochmal. Und hab bis, glaube ich, 4:30 oder so gepennt. Ist echt krass, unter Firefox kann ich den Stream nicht schauen. Buffert einfach dauerhaft. Dann probier mal einen anderen Browser. Wird Pinsel wiedergeboren? Wenn ja, als was? Kennt Pinsels neue Charakter Peanut und Twinkie? Großes Fragezeichen. Vollmond, nee, das hat bei mir nichts mit Vollmond zu tun. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist, halt ehrlich nicht. Schon viel ausprobiert, man auch gewisse Öle und so. Ich kann einfach nicht gut schlafen. Schlaf zwar ein, aber ich werde nach 2-3 Stunden wieder wach. Und dann bin ich hellwach. Was für Pizza soll ich gleich bestellen? Ich kann mich da nicht entscheiden. Boah, Spinatpizza. Was geht ab, Jonas? Gut, ich hoffe dir auch. Und hallo Rentner, guten Abend. Hawaii, ekelhaft. Was ist mit Pinsel passiert? Weißt du nichts, musst du heute Morgen arbeiten? Fragezeichen. Das ist nur Beta-LC-Master. Melatonin hilft. Hab ich gestern was verpasst, nachdem du in der Kiesgrube warst? Wir haben gestern noch erfahren, dass Pinsel verschwunden ist. Der war wohl falsch im Springen und ist dann noch nicht mehr aufgetaucht. Kenne ich. Immer nur 3 Stunden pendeln, hellwach. Ja, ich verstehe auch nicht, was das ist. Komischerweise, wenn ich dann wach werde, dann gucke ich irgendwie Netflix oder so oder gehe nur am Computer und check irgendwas aus oder spiele sogar noch ein bisschen. Und danach werde ich wieder müde und danach kann ich eigentlich durchschlafen und werde nicht mehr wach. Weiß auch nicht, was da reinkickt. Oh, gutes Lied. Keine Ahnung, was das ist. Bei mir ist 8 Stunden pennen und immer noch todmüde. Das kenne ich ja auch. Das kenne ich ja auch. Müde vor müde sein. Selbst zu wenig Bewegung. Kann natürlich auch sein. Komische daran ist, manchmal geht das und manchmal nicht. Das Ding bei mir ist aber auch, Grain, Dankeschön für den Reset im 7. noch. So, ich spiele RP bis 0 Uhr oder vielleicht gestern bis 1 oder 12:30, ist auch egal. Und ich bin danach nicht ruhig. Ich brauche danach locker erstmal 2-3 Stunden zum Runterkommen. So, damit ich das erstmal alles verarbeite. So, das klingt jetzt so, als wäre irgendwas Schlimmes passiert oder es wird immer irgendwas Schlimmes passieren. Aber ich muss das echt verarbeiten, was alles passiert ist so. Du machst quasi nichts, du sitzt am Computer, aber trotzdem passiert voll viel, so für das Gehirn. Ich kann da nicht ruhig sein, so. Ich muss irgendwie runterkommen. Das ist aber wahrscheinlich der Grund, warum ganz viele Streamer, die ich so kennengelernt habe, am Buffern sind. Holy Häuser, danke Schüpp für den Prime im 24. Und Toshi, danke für den Resub im 20. Und der Micho, danke für den Resub im 19. Dankeschön. Gönn dir einen Schnaps nach dem Stream. Das bringt nichts. Bist du eventuell nicht genug ausgelastet? Sport, Fitness, etc. kann helfen, muss aber nicht. Hilft mit absoluter Sicherheit, aber wohin mit der Zeit? Oder ich stehe 4 Uhr auf. Wann soll ich das machen? Außerdem alles zu. Ja, okay, ich kann so Sport machen. Ja, ich weiß. Aber man kennt es ja, ne? Morgen fange ich an. Schwör bei Gott, morgen. Brauchst vielleicht abends eine Blaulichtbrille? Ich hab schon immer den Dings an. Wer ist der Quatsch nochmal hier? Den Nachtmodus und so. Vom Monitor. Immer. 2 Stunden früher aufstehen. Da, den hat besser, das Problem ist, wenn ich mich, ich sag mal, quasi zwinge, das klingt voll so, als wäre ich gar keine Disziplin. Aber wenn ich jetzt aufstehen würde, 2 Stunden eher, und ich bin voll müde, dann bin ich grumpy as fuck, ne? Und dann, wenn da irgendwas passiert, Alter, ist mein ganzer Tag einfach am Arsch. Dann hab ich gar nichts, auf gar nichts Bock. Richtig so depressive Stimmung dann. Phasen. Aber ich krieg das schon hin. Weiß ich nicht, C-Master. Aber wir haben mit der guten Dame nicht so viel zu tun im EP. Find's aber doch noch so jung. Ich kenne gute Thai-Massage, die haben 24/7 auf, vielleicht kannst du entspannen, gehört das. War ich auch schon. Also nicht Thai-Massage, aber
mich auch schon massieren lassen, alles so entspannt. Hallo Schattenbund, hallo Juri. Morgen höre ich auf zu rauchen, ich schwöre, Kepper. Mach mal. Ich glaube, das ist ziemlich normal. Ich brauche immer ein paar Stunden, um richtig runterzukommen. Ich habe da doch, wenn ich aufstehe, ne? Wenn ich aufstehe, 1-2 Stunden, habe ich keinen Bock, mit niemandem zu reden, Alter. Ich will einfach nur irgendwo sitzen und klarkommen. Hallo, der Heschel. Ja, Juri, du alten Lügner. Du wolltest uns im MP einen Dings, einen Job geben. Boah, ich krieg dich. Jetzt seitdem du auf der Insel bist, kriegt man dich aber auch nicht zu schnappen. Ne? Keine Ahnung, wo du abhängst, Alter. Ich würde dir gerne mal über den Weg laufen, so auf Non-Meta-Basis. Ich brauche unbedingt ein Haus, Alter, das mir keiner klauen kann. Ich wette zu 100%, dass in der nächsten Woche, 2 Wochen, Alter, jemand da auftaucht, wo wir jetzt wohnen. Und 100%, ich sage, ja, ich habe das Vorquark ausgerechnet, ihr verpisst euch. Boah, Junge, dann knall ich den weg, Alter. Boah, wenn keiner das Kack-Leitstellen vorgeht, ich finde das eine Katastrophe beim Taxi. Wenn nicht gerade Willi, Twinky, Pinsel und ich das Leitstelle von Leitdings haben oder der Kicker oder so, die anderen gehen entweder nicht dran oder die geben gar keine Aufträge weiter. Das ist richtig ekelhaft. Juri, richtiger Nichtfreund, gib kein Haus, kein Job, geh nix. Ist so, Alter. Stich in mein Herz. Wie Ronny ist tot, nee, oder? Clickbait. Advarius, guten Abend. Das kannst du eigentlich mit 2 Chars gleichzeitig spielen? Nein, geht nicht. Alles gilt, Kaya. Das geht nicht, Bruder. Ich würde auch niemals wollen, dass Curtis auf Pina trifft. Und niemals. Ja, Juri. Ich habe nicht immer die Leitstelle. Hallo, Captain Lutelut. Guten Abend. Und Gysi, guten Abend. Machen wir nur eine Duftkerze, dann gehen wir schon in die Pommes. Ist ja schon wieder halb, Alter. Zeit vergeht wie im Flug. Wie soll das denn gehen, Curtis? Kann sich ja nicht in 2 teilen. Nee, Curtis nicht, aber Peanut. Kiwi? Was für Kiwi, Oma? Wie nicht Peanut? Hey, kommt gleich. Bin die ganze Zeit mal überlegen, wo ich einen Crossbike herkriege mit Peanut, Alter. Ich kenne niemanden, der eins hat. Also den ich selber kenne. Aber ich brauche eins. Muss man den Willi fragen. Wenn der Willi überhaupt tot da ist. Was ist das für ein Lied, Mann? Deine Klippe. Nee, was? Was? Nee, was? Ich hoffe, euer Tag war gut. Stell die Frage der Fragen, machst du heute einen ruhigen? Ja, na klar. Bei mir ist immer ruhig. Nicht ohne Grund benutzt ihr diesen Stream, um abends vernünftig einzuschlafen. Quad braucht der. Nein, Mann. Eine Sanchez oder so. An alle, die wie ich morgen auch arbeiten müssen, morgen wird die Uhr umgestellt. Kleiner Reminder, yo. Heute Nacht um 2, ne? Wird uns 1 Stunde geklaut. Hat ja eine App gesehen, dass das Haus raus ist. Seitdem versuche ich euch eben jetzt Telefon zu bekommen. Das ist richtig schwer. Ich schwöre bei Gott. Ich habe auch das Gefühl, Juri, dass wir uns andauernd irgendwo verpassen. Das ist halt leider so, dass das Handy immer noch keine Dings hat. Keine Twitter-App oder so. Das ist in meinen Augen so das Schlimmste, was eigentlich sein kann. Es gibt bestimmt so viele Events und so, die kleine Gruppen veranstalten, die einfach nichts, keinen Anschluss irgendwo finden. Weil keiner eine Ahnung hat davon, wo was abgeht und so. Hast du eigentlich eine Playlist von den alten Liedern? Nee, noch nicht. Soon, Alter, soon. Ha, ich weiß nicht mehr, was für ein Jahr wir haben. Was für Uhr am Stellenamt ist. Tu mal nicht so, da Vinci, jetzt wärst du voll der Dings, Alter. Ich sehe mal bei Instagram, du machst Bilder so von deinem Rücken, von hinten im Sonnenschein und so. Wie du mit Hund durch Schnee läufst, so. Richtig gut. Ganze Modelbilder immer machen, ja. Dann sitzt der an so Bürotisch, hat so Handy in der Hand, tut so, als würde der Businessgespräch nach Malta führen. Mit irgendwelchen Casinos und so. Jetzt wird der Sponsoren ranholen für seinen YouTube-Kanal. Ja, ja. Flipflop, Dankeschön für den Resub im 19. Einfach mal danke. Ich hab zu danken, merci. Chris Gieden, was Gieden Wu-Tang? Nix, Bruder, chillen. Jetzt gleich ab in der Permis.
Was der labert, ist so, Alter. Check Da Vinci sein Instagram aus. Da wisst ihr Bescheid, was soziale Netzwerke mit euch machen. Da Vinci war bei Facebook auch bestimmt so einer, der immer so Zitate von Goethe und so gepostet hat. Und so Motivationsdinger und so. Wird immer so eins von 365. Und dann dahinter so eine Hantelstange und so. Ja, ja. Ja, ja. Nathan, danke schön für den Resub im 7. Brudi, vielen Dank. Facebook. Gibt's Facebook überhaupt noch? Würde Da Vinci auch nach rechts swipen. Timmer, du würdest alles nach rechts swipen. Naja, Benmi, ich hab doch einen neuen Arm gekauft. Der kam doch gestern schon an. Fühlt sich doch cool an. Allerdings greift die Katze dem Arm neuerdings an. Ich weiß auch nicht warum. Das ist der gleiche wie vorher. Gleich Mario Kart? Was gleich Mario Kart? Nee, gleich Pommes. Was geht ab, Prepper? Guten Abend. Ist Twinkie heute dabei? Ja, Twinkie ist heute dabei. Soweit ich weiß, hat sie alles hinbekommen. Jama ist ja richtig am Collab-Stream schauen, der hat richtig Bock, war. Keine Ahnung, was das ist. Das ist wegen dem Geruch. Warum eigentlich Pommes? Boah, Zitrone. Weil auf GTA Live, einer der ersten Server, also GTA-RP-Server, nach GVMP, GVMP war, glaube ich, der allererste. Auf GTA Live hat man damals gesagt, für den Support, oder das war so eine Umschreibung vom RP, da hat man das Rösti-Pommes genannt. Keine Ahnung warum. Das war lange Zeit vergessen, das Wort. Und dann haben wir irgendwann, glaube ich, auf Homestead damit angefangen. Zu sagen, yo, ab in der Pommes und so. Dann hat sich das so ein bisschen etabliert. Das neue Nifty-Project mit Zombies aller Daisy. Ach so, hab ich, ja. Ach so, das meinst du. Hab ich auch Streams von gesehen. Stimmt, RP gleich Rösti-Pommes, Poggers. Hab ich gesehen. Aber wenn ich Zombie-Games zocken will, so dann spiel ich Daisy. Irgendwie. Kizzy oder XKizzyX, dankeschön für den Resub am 35. Du kleine Katze. Wir gehen jetzt zu Pommes. Die Rösti-Pommes gibt es ja nun auch zu kaufen. Wo bleibt das? Gibt's ehrlich? Gibt's wirklich? Ist nicht WhatsApp-Support eigentlich legendär? Einfach legendär. Was geht ab, Rupotel, mit dem blauen Namen, den ich lesen kann? So. Habt ihr Bock auf Pommes? Ja, ne? Ihr seid süchtig, ich weiß das. So, wie dir Zaun, zack, zack, zabert ab, hoffentlich kein Vegas. Ich habe heute noch nicht eingeloggt. Ich war heute noch nicht auf dem Server. Geht sofort los. Das mit Rösti-Pommes kam von Lakeside damals. Damit haben die Streamer das RP von Angern bewertet. Die Rösti-Pommes waren mal wieder anglerseklig. Echt? Kam das schon aus der Arma-Szene? Ich habe das zum ersten Mal auf GTA Live gehört. Oh ne, heute wieder Curtis gucken, gar keinen Bock. Dich in mein Herz. So, geht sofort los. Moment. Warte, ich wollte irgendwas machen. Wie Ronny ist tot. Ja, der wurde hingerichtet von 13 Gangs. Was wollte ich nochmal machen? Hallo. Absolut Fichte, dankeschön für den Resub im 7. Monat. Tagsam. Und Rico2K, dankeschön ebenfalls für den Resub im 7. Und auch dir einen Tagsam. Dankeschön. Stimme, stimmt, Stimme, Ronny. Wir müssen Stimmcheck machen.
Huckelu! 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 Ist bald der erste Jahr.